Wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Wenn Menschen miteinander kommunizieren, werden sie zu Sendern und Empfängern. Möchte der Sender nun eine Information an den Empfänger übermitteln, tut er dies mittels eines Codes. Dieser kann in Schrift, Sprache oder Gestik und Mimik verpackt werden. Diese Information wird dann an den Empfänger übermittelt. Der Empfänger muss den Code nun entschlüsseln. Wurde die Information verstanden, wird der Empfänger selbst zum Sender und übermittelt die Reaktion wieder in Form eines Codes zurück an den Kommunikationspartner. Das Spiel beginnt vom Neuen.